Hallo meine Lieben, ja, ich habe es vergessen schon angekündigt und habe es nicht geschafft, nicht halten können. Aber wir schauen heute zusammen auf die restlichen Tage der Woche und beginnen natürlich heute mit dem Dienstag. Ich hatte euch zur Legung am Karmischen Kreuz am Sonntag noch den Montag in Aussicht gestellt und das war wohl schon intuitiv in weiser Voraussicht. Von daher wart ihr trotzdem astrologisch informiert. Und wir gucken jetzt auch gleich nochmal ganz kurz astrologisch auf die kommende Woche, weil die so ein bisschen tricky ist, weil die es etwas in sich hat. Wir sind jetzt nach 2 Quartaltagen in einer etwas neutralen Phase, also heute und morgen sind die Energien dann doch erstmal wieder ein bisschen erdend nach den vielen nebulösen Schleiern, die wir zu Portaltagen erlebt haben. Schleier, die uns wieder dahin geführt haben, weiter zu gucken, ja, uns vorausschauend umzuschauen, zu planen. Um die Planung wird es auch am Donnerstag, am 11.7. gehen. Da geht es um langfristige Planungen, die du anstoßen kannst, was du beruflich und privat vorhast. Das ist so ein bisschen das Weichenstellen, würde ich dazu sagen. Dass man sich ganz konkret auch vielleicht Zeiten aussucht, wann man bestimmte Dinge angehen möchte, dass man Dinge, die gereift sind, schon mal zu Papier bringt und, und. Ja, also so ein bisschen vorausschauend, langfristig planen, das gelingt gut am Donnerstag, egal ob beruflich oder privat. Und dann ab dem Freitag bis zum 18.7., also ungefähr eine Woche, beschäftigt uns sehr stark das Mars-Uranus, der Mars-Uranus-Aspekt, der im Stier stattfindet. Und das ist dann doch eine sehr heftige Krisenzeit, ne? Der Mars, der kriegerische Aspekt, der Uranus, der für auch die Elektrizität steht, der aber auch, ne, mit Uran eine ganz andere explosive Kraft darstellt. Und das wird so die heftigste Zeit an sich jetzt im Juli werden, wo es ja auch zu Kurzschlusshandlungen kommen kann, ne? Deswegen Uranus, wo du vielleicht auch sehr stark gesundheitlich an den Nerven knabberst oder die Nerven blank liegen. Es ist an den Tagen auf jeden Fall wichtig, sich von diesen affektartigen Geschichten nicht so zu sehr leiten zu lassen. Ja, es ist manchmal ganz gut, wie das Napoleon schon gemacht hat, eine Nacht über Dinge zu schlafen, die sich zeigen, nicht gleich rauszuplauzen und zurückzuschießen in der Kommunikation. Ja, ganz wichtig, immer in der Liebe zu bleiben, liebevoll miteinander umzugehen, aber eben auch das, was einen am anderen fasziniert und was ihr schön befunden habt oder schön befindet, auch hochzuhalten, ja, und sich nicht überraschen lassen von diesen kritischen, krisenorientierten, kriegerischen Energien. Ja, also 12. bis 18.7. schwieriger Aspekt und auch kritischer Aspekt für alle diejenigen, die ihren Mars im 8. Haus haben. Um es mal so zu sagen. Ja, also ein bisschen Vorsicht ist gefragt. Vorsicht in der Kommunikation, Vorsicht im Umgang mit anderen, Vorsicht auch im Geschäftlichen. Ja, da können auch die Dinge eskalieren. Da kann man auch mal schnell ein Wort zu viel sagen. Und man hat plötzlich ein Anwaltsschreiben auf dem Tisch. Also alles so ein bisschen vorsichtig ausloten in dieser Zeit, lieber mal, wie gesagt, noch eine Nacht drüber schlafen, bevor man zu schnell sich in eine Krisensituation begibt. Gut, ich habe noch 2 Kärtchen hier. Ich möchte noch mal auf den Vollmond hinweisen, der am 21.07. stattfindet. Schon viel drüber gesprochen und doch noch mal erwähnenswert. Dieser Vollmond findet eben auf der Achse Krebs, Steinbock und das jetzt zum zweiten Mal statt. Ne? Die Sonne im Krebs, der Mond im Steinbock, also zweite Vollmond im Steinbock, der uns innerhalb von 4 Wochen begegnet. Das ist sehr selten. Und der Steinbock im Juni war schon dafür gedacht, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und der Juli-Vollmond ist derjenige, der jetzt wirklich endgültig richtig Bahn frei machen soll. Ja, es ist meiner Meinung nach ein bisschen zu vergleichen mit
Mondfinsternissen. Mondfinsternisse, die ungefähr alle halben Jahre stattfinden. Wir hatten eine im April, wir haben eine im Oktober. Die Themen, die sich im April aufgetan haben, werden sich im Oktober schließen. Ja? Es sind immer Kreisläufe, die an einer Stelle beginnen und an der anderen Stelle geschlossen werden. Und so haben wir das Aufräumen, das Wegräumen von Brocken, von Felsen, von Hindernissen, von Dingen, von Blockaden, von Sachen, die dich unfrei machen, am 21.06. angeschoben. Der ein oder andere vielleicht gefesselt gefühlt, in der Situation gefühlt, in der er nicht sein wollte, etwas tun zu müssen, was er nicht wollte und noch nicht konnte. Ja? Und jetzt zum 21.07. geht es einfach darum, dieses letzte Quäntchen aufzuwenden, um klar Schiff zu machen, um sich frei zu machen, um die Fesseln zu sprengen. Ja? Das war mir nochmal ganz wichtig. Ja? Der Vollmond wird einfach immer so ein Stück weit unterschätzt. Viele sind gern beim Neumond dabei, um Wünsche zu manifestieren. Aber das machen wir an einem Vollmond auch. Das mache ich mit für euch eben auch mit. Es steht als erstes natürlich diese Freisprengenergie im Vordergrund. Aber letztendlich geht es ja auch darum, was soll dann passieren, wenn der Weg frei ist. Ne? Und deswegen sind auch immer die Wünsche, die zu manifestieren sind, bei einem Vollmondritual dabei. Ja, und erwähnen möchte ich gerne nochmal das Gewinnspiel. Ich möchte eine Legung im karmischen Kreuz, so wie wir es am Sonntag zusammengelegt haben, verlosen und habe dafür ein Lostöpfchen. Und wer in dieses Töpfchen wandern möchte, sagt mir bitte über die Kommentarfelder Bescheid. Schreibt mir bitte, möchte dabei sein, möchte gewinnen, möchte ein Gewinner sein, was auch immer. Ihr habt immer so schöne Formulierungen dafür gefunden. Dann meldet euch, wie gesagt, bitte über die Kommentarfunktion, wandert ins Töpfchen und die Verlosung wird in der nächsten Woche stattfinden, im Laufe der nächsten Woche. Ich werde dazu noch eine schöne Legung machen, die wir nicht regelmäßig machen, also lasst euch noch ein bisschen überraschen. Und alle diejenigen, die noch kein Abo haben, das war jetzt hier der Hinweis darauf, wenn man ein Abo hat, was natürlich kostenfrei ist, verpasst man keine Legung und wird informiert, wenn ich was Neues einstelle und damit seid ihr auch auf das Gewinnspiel dann vorbereitet. Also auf die Verlosung vorbereitet zum Gewinnspiel. Gewinnspiel, Anmeldung bitte jetzt. So, ich habe drei Stapel aufgebaut. Ihr kennt das, das ist die Montagslegung, die ich heute mal dienstags mache. Die Crystal Visions Tarotkarten leiten uns als erstes. Dann nehme ich die Gilded Rural Animal Karten von Giro Marchetti und die Secret Key Cards von der Nadine Breitenstein und diesmal in der Version Nummer 3. Ihr seht sie. Gut, als erstes mische ich die Karten und lasse sechs Karten heute nur. Sechs Karten springen auf die einzelnen Wochentage der Woche. Ja, kelchig sieht es aus. Bis jetzt sieht es kelchig aus. Leider auch Schwerter dabei. Och, das waren zu viele. Guck mal, jetzt sind sie alle irgendwie hier rausgeflutscht. Machen wir nochmal weiter. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, ich habe über Fesseln gesprochen und die zeigen sich auf jeden Fall hier auch am Sonntag. Hätte ich mal nichts gesagt, habe mich so über die Kälte gefreut, dann wird es doch noch ein bisschen kniffliger als gedacht.
runtergefallen. Ihn nehmen wir, ja? Ein Hinweis auf ihn. Ja, warum sollen die Karten eine andere Sprache sprechen als die astrologischen Komponenten? Ja, ich habe zwar gesagt, was runterfällt, kann weg. An welcher Stelle war das? Weiß ich nicht mehr. Legen wir es beiseite. Es ging um den Einsiedler, um Quasimodo, um jemanden, der sich zurückzieht, um nicht zur Last zu fallen. So. Aber wir starten bei Dienstag, dem heutigen Tag. Und wir haben Justice, die Lagune und den Berg. Und mit der Lagune und dem Berg ist da schon ein Hinweis darauf, dass hier jemand in den Rückzug gegangen ist, dass jemand die Einsamkeit gewählt hat, dass jemand Bedenkzeit brauchte, dass jemand für sich Dinge klarkriegen musste, Themen, die ihn angestoßen haben, etwas in seinem Leben zu verändern, ja, über seinen Seelenweg nachzudenken. Und das kann man nur in der Stille, das kann man nur in der Einsamkeit. Und deswegen scheint hier jemand die Verbindung zu dir blockiert zu haben, beziehungsweise ist jetzt da dabei, aus einem Rückzug zurückzukehren, denn Justice ist einfach die Gerechtigkeit, die hier wieder einzieht. Also der Rückzug war nicht da, um sich von dir fernzuhalten, sich grundsätzlich von dir zu verabschieden. Der Rückzug musste einfach sein, um sich bestimmter Dinge auch bewusst zu werden, zu wissen, wie wichtig du für ihn bist, zu wissen, was das überhaupt zwischen euch ist, ja? Zu wissen, vielleicht auch, wie man jetzt ein Stück weit weiter vorgehen möchte. Wir schauen mal, was die Karten so weiter sagen. Der Mittwoch im Zeichen der Visionen, der Träumereien, der rosaroten Brille. Ja, auch wenn ihr euch nicht habt, auch wenn ihr euch gerade nicht sehen könnt, weil, wie wir gerade schon hatten, er sich für die Einsamkeit entschieden hat, dann geht das auf jeden Fall ganz wunderbar auf Seelenebene. Auf Seelenebene seid ihr nah beieinander, auf Seelenebene habt ihr die Verbindung, reitet ihr über den Regenbogen und ja, auch wenn das jetzt eine Form ist, die dir vielleicht nicht so gefällt, ne, wo du einfach sagst, ich will ihn spüren, ich will ihn fühlen, ich will ihn riechen und schmecken und nicht einfach nur in Gedanken oder auf Seelenebene in der Nacht bei ihm sein, so ist es doch etwas, was eurer Verbindung gut tut, ja? Was eure Verbindung wachsen und gedeihen lässt, was eure Verbindung aufblühen lässt mit der Gießkanne. Es ist einfach aber auch wichtig, dass man auch diesen Draht pflegt. Ja? Also wenn du dich zur Nacht verabschiedest, dann noch einen lieben Gruß ihm auf Seelenebene zu schicken, ihm Liebe zu schicken, das ist auf jeden Fall ein schöner Hinweis für den Dienstag. Mittwoch, Entschuldigung. Der Donnerstag. Am Donnerstag zeigt sich der König der Kelche. Am Donnerstag scheint sich hier dein Gegenüber, dein Herzblatt, dein Lieblingsmensch von seiner ganz gefühlvollen Seite zu zeigen. Vielleicht zeigt er sich auch persönlich, weil wir das Date hier haben, ja, an der Haltestelle. Also du kannst auch hier jemanden über den Weg laufen, aber es sieht mir eher danach aus, dass du denjenigen schon kennst und ihr euch hier verabredet an einem Ort, wo ihr zusammen sein könnt. Oder wie Rumi so schön sagt, zwischen richtig und falsch gibt es einen Ort, an dem wir uns wieder begegnen werden. Und genauso wird das vermutlich am Donnerstag sein. Auch wenn man nicht weiß, wohin diese Begegnung führt. Ja, das Buch ist noch geschlossen, die Geschichte ist hier noch nicht offengelegt oder vielleicht auch noch nicht geschrieben, weil man sich hier vorsichtig Stück für Stück vorwagt, aber er ist zumindest sich seiner Gefühle bewusst am Donnerstag. Er weiß, was er für dich fühlt, er weiß, was er für dich empfindet. Er trifft sich mit dir. Sehr, sehr schöne Botschaft. Da warten wieder ganz viele von euch darauf. Kontakt und Treffen, die Wahrscheinlichkeit in dieser Woche sehr hoch. Auch wenn es nach dieser Begegnung sehr schmerzhaft wird. Ja? Also ihn wieder gehen lassen zu müssen, ihn wieder für lange Zeit verabschieden zu müssen, bis das nächste gereift ist, das macht Sehnsucht. Ja? Das macht, das belastet, ja? Das erdrückt einen, das streckt einen nieder und das streckt ganz besonders hier dich nieder. Aber auch wenn er hier nicht niedergestreckt erscheint,
Sehnsucht hat er auf jeden Fall. Ja? Es scheint ja am Donnerstag ein Wiedersehen zu geben. Ihr werdet euch wieder begegnen. Und ja, schon am Freitag ist die Sehnsucht nacheinander groß, wenn man sich dann nicht mehr hat. Und es geht vielleicht wieder darum, längere Zeit durchzuhalten. Ja, wir haben ja auf den Embryo den Hinweis, Schwangerschaften dauern bekanntlich ein Weilchen. Also bis das nächste Treffen stattfindet, wisst ihr beide, wird es ein Stück dauern. Und du brauchst den Samstag für dich, um zur Ruhe zu kommen. Du liegst auf Eis, du versuchst nicht zu denken, nichts Großartiges zu machen. Du gehst in die Natur, du gehst raus, du lässt dich von der Natur leiten, du erdest dich gut, du hast vielleicht auch auf einem Reiterhof eine Verabredung, dass du ausreitest, dass du ja, bei Tieren bist. Also Tiere sind ja auch immer sehr heilsam, wenn es um Herzschmerz geht, dass man da auch aufgefangen wird auf eine ganz andere Art und Weise. Und das scheint am Samstag so der Fall zu sein, egal ob das jetzt wie hier angezeigt die Pferde sind oder ob das Kühe sind oder Hunde oder Katzen, keine Ahnung. Ne, auf jeden Fall ist hier ein Hinweis auch auf eine tierische Begegnung. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Sonntag könnte man so übersetzen. Ja? Ihr seht das, ich habe vorhin auch von Fesseln gesprochen im Zusammenhang mit der Astrologie. Das Gefesseltsein ist hier die weibliche Person gezeichnet. Vielleicht ist er auch von dir gefesselt. Vielleicht seid ihr beide aber auch noch in Beziehungen oder einer von euch beiden in Beziehungen, die euch nicht das leben lassen können, was ihr euch von Herzen wünscht, das, was ihr gern miteinander haben möchtet, gern Zeit miteinander verbringen, gern ausprobieren, wie man zueinander passt, gern erforschen, miteinander reden, was auch immer. Ne? Ich will es jetzt hier mal nicht so auf die körperliche Seite abstellen, aber einer von beiden ist ja extrem gefangen und dem ist halt klar, ihm oder ihr ist halt klar, dass er hier an der Angel hängt. Ja? Dass das, was ihr miteinander habt, etwas ist, was man nicht so einfach loslassen kann. Dass man die Dinge nicht einfach für sich aufgeben kann und dann ist es wieder gut. Ja? Man steckt zu sehr emotional in diese Situation drin und du darfst einfach erkennen, dass die Situation gar nicht so schlimm ist, wie du glaubst, weil du ganz viele fleißige Helfer hast mit den Raben, die hier das Band aufdröseln, die dir helfen aus der Verfesselung. Ja? Und die Raben könnten deine Ahnen sein, die könnten andere lichtvolle geistige Wesen sein, die hier wirklich zu Hilfe eilen, um dich aus deinen Fesseln, aus deinem alten Leben, aus dem, was dich unfrei macht, um dir da rauszuhelfen. Sehr, sehr schöne Botschaft. Und diese Fesseln sind übrigens nichts, was von ungefähr kommt. Die stellen eine extreme Belastung für dich dar. Das ist eine unglaubliche Belastungsprobe, sich dieser Fesseln bewusst zu sein. Aber sie sind eben auch Fesseln, die Karma bedeuten, die aus einer früheren Zeit, aus einem früheren Leben kommen. Und vielleicht warst du genau in der umgekehrten Situation und das soll jetzt der Ausgleich dafür sein. Ja, also das, was da passiert, was dich schmerzt, was dich unfrei macht, das habt ihr euch so ausgesucht, ne? Bevor ihr in diese Inkarnation getreten seid. So schmerzvoll es, wie gesagt, auch klingen mag. Gut. Ich mache heute was ich sonst nicht mache, glaube ich. Ne? Aber vielleicht, weil der Wochentag fehlt. Ich möchte eine Karte aus dem Orakel Claire Story Cards von der Nadine Breitenstein. Und da hätte ich gerne noch eine Karte. Euer Hin und Her ist ein Drama. Dein Kummer wird dich noch auffressen. Lass dich auf keine sexuellen Abenteuer mehr ein. Er will nur seinen Spaß und du eine Beziehung. Sieh endlich hin. Das trifft vielleicht für den einen oder anderen zu, dass es so ist, dass er nur seinen Spaß möchte, aber es gibt sicherlich hier auch Zuschauer, wo das anders ist, ja? Wo du denkst vielleicht, er will nur seinen Spaß und da steckt viel, viel mehr dahinter. Ja? Also hier geht es auch so ein bisschen darum, in dieser Woche
für dich herauszufinden, mache ich mir was vor, ist das eine Illusion, will er echt nur Sex oder ist da mehr zwischen uns? Das sollte nochmal der wichtige Hinweis daraus sein. Ihr Lieben, ihr denkt ans Gewinnspiel, ja? Über die Kommentarfelder könnt ihr teilnehmen, meldet euch. Und ansonsten habe ich vorhin was zum Vollmond gesagt, der mir ganz, ganz wichtig ist, um eben für viele von euch da nochmal Kreise zu schließen, die sich beim letzten Vollmond aufgetan haben. Und alle, die beim Vollmondritual und beim Herzöffnungsritual dabei sein, können das zu einem Sonderpreis. Findet ihr auch unten in der Infobox. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Nehmt es nicht so schwer. Versucht das Beste daraus zu machen. Das Positive ist, wie gesagt, wenn ich die Mars-Uranus-Konstellation, die wir ab 12.07. haben, aus Positivste sehen möchte, dass da eine kraftvolle Energie kommt, die plötzlich und unerwartet etwas bewegt. Ja? In welche Richtung ist die Frage? Aber es ist etwas, was mit Mut, mit Kraft, mit Aktivität zu tun hat und was durch den Uranus plötzlich und unerwartet geschieht. Also, lasst euch überraschen, was die Woche so für euch bringt. Lasst euch überraschen mit einem tollen Date am Donnerstag und nehmt es nicht so schwer, wenn der Herr wieder von dannen ziehen muss. Meine lieb gemeinte Botschaft für euch. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.